Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich wieder ein Beautyboxen-Vergleichsvideo für euch. Nachdem meine letzten Vergleichsvideos so gut bei euch angekommen sind, habe ich mir gedacht, mache ich diese Reihe einfach mal weiter. Herzlichen Dank schon mal für euer positives Feedback. Also viele von euch sind auch auf der Suche nach der richtigen Beautybox und deshalb kommen ihnen scheinbar meine Videos gerade recht, denn ihr seht in einem Überblick quasi, was in welcher Box enthalten ist, welche Beautyprodukte, und so könnt ihr wahrscheinlich besser entscheiden, welche Box eben besser zu euch passt. Heute in diesem Video werde ich euch die Gala Beauty Box vorstellen, dann ganz neu die Brigitte Box und auch ganz neu die Love Beauty Box. Und dann werde ich euch noch ein Bild von der Fairy Box einblenden. Die habe ich euch ja auch schon öfters vorgestellt. Und ich würde mal sagen, wenn es euch interessiert, welche Produkte darin enthalten waren, bleibt einfach mal dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und los geht's. Wir legen mal los mit der Gala Beauty Box. Die kostet 19,95 Euro im Monat. Ihr habt 6 kosmetische Produkte darin enthalten, entweder eine Sondergröße oder das Originalprodukt. Dann habt ihr immer das Gala Magazin darin enthalten und die Beauty Box ist immer nach Themen quasi sortiert. Wir hatten schon Hochzeit, wir hatten Sommer und so weiter. Diesmal ist es Luxus, weil die Gala Beauty Box einjähriges Jubiläum hat. Ihr habt immer ein Produktkärtchen enthalten. Hier hinten könnt ihr immer nachlesen, was das Produkt so kann, was es kosten würde. Und ich rechne euch dann am Ende alles zusammen, sodass ihr sehen könnt, wie viel der Wert quasi einer Box ausmachen würde. Also wenn ihr es kaufen würdet, wie viel Geld ihr ausgegeben hättet, sozusagen. Wir legen mal los mit dem ersten Produkt. Und zwar ist es dieser Nagellack hier der Firma Fabi. Die Firma sagt mir gar nichts, sie kannte ich vorher nicht. Und das finde ich halt auch immer so gut an den Beautyboxen, dass man an Firmen kommt, die man so gar nicht auf dem Schirm hatte und dann vielleicht mag und immer wieder was nachkauft. Also mir gefällt zum Beispiel die Farbe sehr, sehr gut. Ich bin ja auch so ein kleines Nagellack-Monster, das wisst ihr ja. Also den werde ich mir auf jeden Fall aufpinseln. Der würde 15 Euro kosten. Hätte ich im Leben nicht ausgegeben und deshalb freue ich mich natürlich, dass er in der Box enthalten war. Als nächstes habe ich ein Produkt von Kiehl's enthalten gehabt und zwar dieses hier. Das ist jetzt eine Sondergröße mit 5 Milliliter, würde kosten 5,90 Euro. Das Originalprodukt würde 59 Euro kosten, da wären allerdings 50 Milliliter enthalten. Ich bin sehr gespannt auf dieses Produkt, denn Kiehl's mag ich sehr, sehr gerne. Ich habe verschiedene Augenprodukte und ich bin mal ganz gespannt, was dieser Liftening, Pore Tinting Konzentrat von Kiehl's eben kann. Ich kann es kaum aussprechen, aber das macht ja auch nichts. Wie gesagt, ich bin ganz gespannt. Als nächstes hatte ich enthalten von Bare Minerals einen Lipgloss und ihr wisst, dass ich eine Lipgloss Queen bin. Ich bin gespannt, was er so kann. Er kostet nämlich 20 Euro, was echt eine Stange Geld ist für einen Lipgloss. Also die Farbe gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Jeder, der mich kennt, weiß es auch und ich werde euch berichten, ob er auch wirklich sein Geld wert ist, denn 20 Euro hätte ich mit Sicherheit nicht ausgegeben. Als nächstes hatte ich enthalten dieses schöne Eau de Toilette. 5 Milliliter sind darin enthalten und zwar Dahlia Divine heißt es. Ich habe schon dran geschnuppert und es gefällt mir sehr, sehr gut. Der Flakon ist auch ein Hingucker, wie ich finde. Allerdings würden 75 Milliliter 90,50 Euro kosten, die ich mit Sicherheit erstmal nicht ausgegeben hätte. Jetzt bin ich aber froh, dass ich so ein kleines Testprodukt enthalten habe. 6,03 Euro habe ich ausgerechnet und finde ich ganz, ganz süß. Und dann zu guter Letzt hatte ich enthalten 2 Produkte für die Haare und zwar einmal ein Shampoo und ein Conditioner. Und das soll eine Entgiftungskur quasi sein für strapaziertes Haar. Also ich bin gespannt, ob ich es probieren werde. Weiß ich noch nicht. Ihr wisst, meine Haare ist immer so ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall habe ich ausgerechnet, dass das Shampoo 4,77 Euro kosten würde und der Conditioner 6,33 Euro. Das sind eben keine Originalgrößen, aber zum Testen gar nicht verkehrt. Das sind quasi Reisegrößen. Im Ganzen komme ich jetzt hier auf 86,03 Euro. Was eine ganze Menge Geld ist natürlich. Aber wie ihr seht, ihr habt auf jeden Fall viel, viel mehr Produktwert sozusagen, als ihr ausgegeben habt. Und das ist doch schon mal was Positives, würde ich sagen. So, meine Lieben, ein Produkt hat es sich hier noch vor mir versteckt. Hier liegen nämlich einige Produkte und das war keine Absicht. Das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Dieser Eyeliner, dieser Sauteur Eyeliner, der war jetzt noch in der Gala Beauty Box. Ich zeige euch den jetzt mal eben. Also man kann, wie man sieht, sehr definiert seinen Eyelinerstrich ziehen.
ziehen. Allerdings ist er mit 28 Euro echt nicht günstig. Also den hätte ich mir im Leben nicht gekauft. Und deshalb bin ich natürlich total glücklich, dass er in meiner Beautybox enthalten war. Wir haben auch noch einige Flyer hier. Wie man sehen kann, zu jedem Produkt könnt ihr noch was nachlesen. Das war jetzt auch noch in der Gala Beautybox. Es sind Gutscheine darin enthalten, mit denen ihr einiges noch sparen könnt und so weiter. Aber jetzt kommen wir mal zur nächsten Beautybox. Und zwar ist es die Brigitte Box. Es ist die allererste. Die gab es vorher so noch nicht. Ich habe sie gewonnen bei einem Blogger-Gewinnspiel. Ich bin ganz, ganz glücklich, dass ich sie euch jetzt vorstellen kann. Sie ist mit 39,95 Euro leider nicht gerade günstig. Ich habe mir hier mal dazu einiges notiert. Ich lese es euch vor, damit ich nichts vergesse. Und zwar ist es so, dass sie viermal im Jahr erhältlich sein wird. Also alle drei Monate, logisch. Ihr könnt ein Abo machen, das ihr aber monatlich kündigen könnt. Dann könnt ihr die Produkte auf der Internetseite bewerten, könnt sogar was gewinnen. Also ihr könnt zum Beispiel ein Jahresabo gewinnen, was ich richtig cool finde. Und dann ist es so, dass in jeder Box noch ein Accessoire enthalten sein wird. Und was Kulinarisches, also das heißt was zu essen, auch witzig, gab es so auch vorher noch nicht. Der Wert, der wird immer über 70 Euro sein, also das versprechen sie. Und es ist immer die aktuelle Zeitschrift darin enthalten, die ja auch 3 Euro kosten wird. So, und jetzt zeige ich euch ganz geschwind die Produkte. Also hier haben wir zum einen die Zeitschrift, also die Brigitte. Finde ich immer ganz gut, wenn solche Zeitschriften darin enthalten sind. Ist nicht verkehrt sozusagen. Und dann machen wir mal weiter. Wir haben auch wieder hier einige Flyer von den Produkten, die dann darin enthalten sein werden. Wir haben sogar dann noch kleine Tester mit drinnen. Ist auch immer was Schönes. Und dann haben wir schon das erste Produkt und zwar ist es scheinbar das Accessoire. Wir haben hier ein kleines Kosmetiktäschchen. Mir gefällt es jetzt leider von der Aufmachung her nicht so gut. Es scheint auch recht günstig zu sein, aber warum nicht? Ich meine, ich werde es auf jeden Fall verwenden. Man kann da was reinpacken und wenn es nur was für die Kinder ist, also zum Beispiel für die Schule, wenn sie irgendwie Pinsel mitnehmen wollen oder irgendwie so. Also ich werde da auf jeden Fall eine Verwendung für finden. Dann habe ich euch vergessen zu sagen, dass es natürlich auch hier wieder ein Produktkärtchen gibt, allerdings in XXL-Form. Also hier seht ihr die Produkte, die darin enthalten sein werden und hier sind sie wieder aufgelistet mit den jeweiligen Preisen und den Inhaltsmengen sozusagen. Genau. Und jetzt zeige ich euch die Produkte und zwar habe ich zum einen von Mavala dieses Color Fix, fixiert den Nagellack. Dieses Produkt hier, das habe ich schon und das werde ich jetzt sehr, sehr gerne weiter verschenken, weil ich das wirklich richtig gut finde. Das habe ich zu Weihnachten bekommen und ich mache das ja immer so, wenn mir irgendwas nicht so gut gefällt aus den Beautyboxen, beziehungsweise wenn ich es schon doppelt habe, wenn ich weiß, dass jemand anders mit Sicherheit eine Verwendung dafür finden wird, dann verschenke ich das sehr, sehr gerne weiter und das wird auf jeden Fall Verwendung finden, das weiß ich jetzt schon. Dann hatte ich von Kneipp diese Körperlotion Mandelblüten Hautzart. Da wisst ihr ja, dass ich das Öl sehr, sehr gern verwende und deshalb freue ich mich einfach auf diese Körperlotion. Ich blende euch im Übrigen die ganzen Preise ein, damit das Video nicht zu lange wird und sage euch dann aber wieder den Endpreis. Dann hatte ich von Alessandro dieses Mousse hier enthalten, also dieses Handmousse, feuchtigkeitsspendendes Handmousse. Es ist leider noch zu. Ich würde nämlich gern mal dran schnuppern, aber ich weiß, dass Alessandro eine sehr hochwertige Marke ist und deshalb freue ich mich drauf. Also das werde ich auf jeden Fall verwenden und testen. Ich werde euch dann meine Meinung drüber sagen, aber finde ich schon mal richtig gut, dass es darin enthalten war. Dann habe ich mich über ein Produkt gefreut und zwar ein Lip Color Butter von Astor in der Farbe 021 Keep in Touch. Ihr wisst ja, dass ich einige von denen habe. Ich finde die richtig gut. Allerdings finde ich jetzt die Farbe leider nicht so gut für den Herbst bzw. Winter, aber der nächste Frühling bzw. Sommer kommt bestimmt, da bin ich mir sicher, wird auf jeden Fall Verwendung finden. Dann hatte ich von L'Oreal Ever Pure diese diese Maske, also für koloriertes und trockenes Haar, was ich sehr, sehr gut finde. Ich habe das schon ausgetestet. Ich muss euch sagen, dass ich es sehr gut finde. Für 6,99 Euro leider nicht gerade günstig, aber es ist wirklich richtig gut. Also falls ihr da noch auf der Suche seid, ein richtig gutes Produkt. Dann hatte ich von Maybelline einen Nagellack enthalten. Scheinbar wissen auch die, dass ich ein Nagellackmonster bin. Leider gefällt mir die Farbe überhaupt nicht. Also das ist eher was Zartes. Meine Mutter, die trägt keinen auffallenden Nagellack.
Nagellack, so wie ich. Und deshalb wird sie mit Sicherheit ihre Freude daran haben. Dann habe ich mich total über ein Produkt gefreut. Und zwar wisst ihr, wie sehr ich Rituals liebe. Genau, ich habe hier diese Sweet Orange and Cedar Body Scrub enthalten gehabt. Freue ich mich riesig. Ist auch nicht gerade günstig, wenn man das kauft. Und deshalb ja, habe ich mich total gefreut, dass es in meiner Beautybox enthalten war. Und als nächstes zeige ich euch das Kulinarische. Das habe ich auch tatsächlich schon aufgemacht. Und zwar ist es ja, so eine Mischung, so eine Trinkmischung, so eine fertige. Das muss man dann in eine Flüssigkeit einrühren. Ich habe es in Milch eingerührt und mir hat es leider überhaupt nicht geschmeckt, muss ich sagen. Es ist zwar von der Aufmachung her sehr, sehr edel und sehr fein. Es ist auch nicht gerade günstig. 6,95 € wird es kosten, aber ja, mir schmeckt es leider nicht und meinen Kindern auch nicht. Naja, dafür können die ja nichts, ne? Ist ja klar. So, dann hatte ich noch ein Produkt enthalten, worauf ich mich sehr freue. Und zwar ist es dieses Hyapur. Das ist überhaupt nicht günstig, wenn man das kauft. Es sieht aus, als wäre es nur ein kleiner Tester, aber dieses kleine Produkt hier, ja, kostet eine Menge Geld und zwar 19 Euro. Es ist ein hochkonzentriertes, kristallklares Serum aus purem Hyaluron, ja, mit feinen Silberpartikeln zum Auftragen auf die Haut. Ich bin total gespannt, was es mit meiner Haut macht. Ich freue mich drauf. Also 19 Euro hätte ich auch hier im Leben wieder nicht ausgegeben, aber ja, so habe ich es jetzt einfach mal zum Testen. Ja, meine Lieben, das war jetzt der Inhalt meiner Brigitte-Box. Also ihr seht ihn hier drüben. Ich komme auf einen Gesamtwert von 82,97 Euro, wenn ich alle Produkte zusammenzähle, also alle Preise. Bezahlt ja, hätte ich 39,95 Euro, wenn ich sie nicht gewonnen hätte, wie gesagt, bei dem Blogger-Gewinnspiel. Ich weiß nicht. Also so viel Geld hätte ich vielleicht nicht ausgegeben, weil mir der Überraschungseffekt das dann vielleicht doch nicht wert gewesen wäre. Also man muss sich natürlich darauf einladen. Man muss das wollen. Man darf natürlich dann auch nicht enttäuscht sein, wenn Produkte darin enthalten sind, mit denen man nichts anfangen kann. Klar, logisch, man könnte sie verschenken, wenn man sie doppelt hat oder wie gesagt, wenn einem jetzt die Farbe nicht zusagt. Aber wie gesagt, das ist schon eine ganze Menge Geld. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Box findet, ob ihr sie abonnieren würdet. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt direkt zur nächsten Beauty Box. Und zwar ist es diese hier, die Love Beauty Box, deren Motto lautet: Wahre Schönheit verursacht kein Tier. Also es ist eine tierversuchsfreie Naturkosmetikbox, was mir natürlich sehr, sehr gut gefällt. Und die Produkte, die kommen direkt hier in diesem Karton an. Das heißt, ihr habt da nicht nochmal eine Verpackung, was natürlich sehr, sehr gut für die Umwelt ist. Ihr habt hier dieses Kutschelpapier und ich zeige euch jetzt die Produkte. Wir haben auch hier wieder ein Produktkärtchen. Das sieht jetzt so aus. Hier habt ihr die Produkte aufgelistet, die Preise und nebendran steht eben, was das Produkt kann. Ich wollte euch noch was dazu sagen zu dieser Box. Und zwar habe ich ganz lieb angefragt, ob ich sie vorstellen darf hier auf meinem Kanal, weil euch ja immer die Beautyboxen interessieren. Ich versuche da immer verschiedene mit reinzubekommen und die liebe Karina, die war so lieb, die hat mir diese Box eben zur Verfügung gestellt. Die Karina, das ist eine Frau, die ihr Startup-Unternehmen quasi allein managt, was ich richtig gut finde. Und ich habe mir zu der Box noch was aufgeschrieben und zwar ist es so, dass sie 20 Euro kosten wird im Monat inklusive Versand. Ihr könnt ein Monatsabo machen und das aber jederzeit kündigen. Und genau, das sind eigentlich so die wichtigsten Sachen, die ich euch sagen wollte. Genau, es ist ein Woman-Startup. Das habe ich mir noch aufgeschrieben, weil ich das so wichtig finde, weil ich das so toll finde, wenn man sowas unterstützen kann. Und jetzt zeige ich euch ganz geschwind die Produkte. Wir haben hier in dieser Box 5 Produkte enthalten. Das sind alles Originalgrößen. Und ich fange mal an mit diesem wunderschönen Lipgloss hier von der Firma Creamy Stuff. Die Firma sagt mir nichts, aber es sieht sehr hochwertig aus. Auch die Farbe gefällt mir sehr, sehr gut. Scheinbar weiß die liebe Karina, dass ich auf Lipgloss stehe. Nein, es war natürlich ein Scherz. Also der würde kosten 6,35 Euro. Und nachdem ich schon so viele Lipglosse habe, denke ich, werde ich den verschenken. Mal schauen. Wir machen mal weiter von Love Me Green. Habe ich dieses Gesichtswasser hier enthalten für 11,90 Euro. Nicht gerade günstig, also da bin ich gespannt. Ja, wie das ist. Mal weiter mit diesem Go and Home Hair and Body Wash. Eben wie gesagt, Green Citrus. Und zwar ist das auch eine Originalgröße. Eben wie gesagt, 6,99 Euro. Auch diese Marke sagt mir was, weil ich die jetzt schon öfters in der Ferrybox hatte. Und dann habe ich hier von Benecos
Cleansing Milk, auch eine Originalgröße, 4,99 €. Die Produkte sind leider alle zu, sodass ich nicht dran schnuppern kann. Ich kann euch also nicht sagen, ob es mir vom Geruch her gefällt, aber ich werde euch auf jeden Fall berichten, wie ich die Produkte fand. Und dann hatte ich noch ein Produkt von Lavera darin enthalten für 1,45 €. Natural Shine Intensivkur. Und es waren eigentlich auch alle Produkte jetzt hier aus dieser Box. Ich komme auf einen Gesamtwert von 31,68 €. Und wie gesagt, 20 € kostet sie ja, inklusive Versand. Und ich finde, ihr seid damit eigentlich auch ganz gut bedient. Ne? Wenn ihr so auf dieser Naturkosmetik-Schiene seid, wenn euch diese Produkte immer gefallen und wenn ihr sagt, Mensch, ich möchte mal was anderes ausprobieren, seid ihr bei der Carina auf jeden Fall sehr gut aufgehoben und wie gesagt, sie macht das alles auch mit sehr viel Liebe. Also so habe ich das jetzt empfunden, auch als ich es ausgepackt habe. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Und ich würde sagen, jetzt blende ich euch noch ein, was ich hier in dieser schönen Fairy-Box hatte. Ich blende euch das Bild ein, denn ich möchte nicht, dass das Video jetzt zu lange wird. Und über die Fairy-Box habe ich euch schon so oft berichtet. Ich verlinke euch übrigens mal die anderen Videos unten in der Infobox. Da könnt ihr auch sehr, sehr gerne mal reinschauen. Zur Fairy-Box ist zu sagen, dass er auch eine tierversuchsfreie Naturkosmetikbox ist. Es ist eine Abo-Box, die ihr jeden Monat kündigen könnt für 19,90 € inklusive Versand. Und wenn ihr sie nur einmal probieren wollt, würde sie 22,90 € kosten. Und was ich eben schön finde, dass sie in einer Behindertenwerkstatt konfektioniert wird. Also das finde ich ganz, ganz große Klasse. Und das waren jetzt soweit meine Boxen, also meine 4 Beauty-Boxen. Ich hoffe, dass euch das Video geholfen hat, falls ihr noch auf der Suche seid nach der Beauty-Box, die eben zu euch passt. Oder ihr wolltet vielleicht einfach nur sehen, was in meinen Beauty-Boxen enthalten war. Ja, dann hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Und ich wollte euch übrigens auch noch sagen, dass mir die Beauty-Boxen zur Verfügung gestellt werden. Also ich abonniere die nicht jeden Monat. Ich bekomme die für euch zum Testen. Ich wollte es jetzt nur noch mal dazu sagen. Ich sage es eigentlich wirklich in jedem Video dazu. Oder ich kennzeichne es unten in der Infobox. Ich habe aber einen Kommentar bekommen, wie viele Boxen ich denn im Monat bestelle. Natürlich nicht, um Gottes Willen. Das wäre natürlich zu viel. Ich werde es so machen, dass ich einige Produkte für euch fertig mache. Ich stelle euch eine schöne Box zusammen und verlose sie wieder. Ihr wisst ja, ich verschenke wahnsinnig gerne. Ich habe auch schon einiges wieder auf Instagram verlost. Falls ihr mir da noch nicht folgt, schaut gerne mal vorbei. Da würde ich mich natürlich auch freuen. Und jetzt beende ich dieses Video, damit es nicht zu lange wird, meine Lieben. Ich wünsche euch jetzt noch alles, alles Gute. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!